Oh. Alter! What the fuck? Wo bin ich da hingekommen? Das ist irgendwo ja. Ah, das haben sie schick gemacht, hey. Ja, habe die Ehre, grüß euch Burschen und Mädels. Wir sind in Saalbach Hinterglemm. Ich nehme euch mit, 3 Tage bin ich vor Ort. Ich zeige euch, was sich in diesem Bike-Gebiet verändert hat und erkläre euch, warum ich eigentlich die letzten Jahre sonst nie da war. Viel Spaß! Was hast du da zum Trinken dabei? San Miguel. Das ist dann warm und geschüttelt. Panorama Trail. Uiuiui. Von diesem Trip mache ich insgesamt 3 Filme. Das ist der erste davon. Wenn das Fahrrad hinten am Heckträger war, die ersten paar Fahrten, die sind dann damit immer so mittel, weil irgendwie diese ganze Dreck von der Straße auf die Scheiben klebt. Das ging gerade nicht so gut. Also die bin ich ja noch nie gefahren. Damals, wie das letzte Mal da war, hat die anders ausgeschaut. Die letzten Jahre hat sich dieses Bike-Gebiet eigentlich für mich überhaupt nicht gelohnt. Meistens waren die Sprünge irgendwie zu kurz, die Kurven waren seltsam gebaut und ich war einfach nie wirklich happy mit dem, wie die Strecken angelegt worden sind. Ich glaube, wir brauchen wieder Luft. Gerade Luft reinpumpt, ich glaube, jetzt bist du wieder raus. Somit war ich jetzt circa 5 Jahre nicht mehr da, also wurde Zeit, um dem Gebiet nochmal eine neue Chance zu geben. Auf einmal war die Kurve da! Super praktisch, dass die Leute vom Bayride e.V. auch vor Ort waren. Mit denen haben wir auf jeden Fall einen fetzen Gaudi gehabt. Schön, schön. Oh ja. Alter! Der Panorama Trail hier ist auf jeden Fall ein super Einstieg. Die Kurven sind verbessert worden und man steht nicht mehr ganz so viel auf der Bremse. Was sich nicht geändert hat, ist, dass es doch sehr, sehr stark zugeht immer auf der Strecke. Aber interessant wird es jetzt gleich, ein bisschen weiter unten. Da gibt es nämlich eine neue Jumpline, die wir uns jetzt das erste Mal anschauen. Hui! Ah, die bin ich auch noch nie gefahren, das ist cool. Yeah! Juhu! Ja, Mary! Juhu! Das ist das Sprungduett. Oh, die ist aber geil geshaped. Lecker, Mio. Hey, mega! Mega gut! Hey, danke! Also, Traum! Hey, das ist ja voll schön. Geil, oder? So, Step up. Ja! Ein bisschen aufpassen, Mann. Was denn? Wo ist was passiert? Nein, ist eh nichts passiert, aber fast. Was? Ein bisschen aufpassen soll man. Ja. Alles geil. Leider dann ein bisschen abbremsen. Vorsicht! Oh! Ich bin genau. Du? Yep.
schön. Schön, schön. Reifendruck hält. Gut. Irgendwie fühlt sich aber trotzdem immer noch platten, also ein komisch. Ist das jetzt Downhill-Reifen oder Downhill-Karkassen oder? Enduro. Enduro. Und Downhill habe ich überlegt, aber haben wir gedacht, nein. Ja. Achso, E ist quasi für Enduro. Ja. Okay. Ja, der Gravity heißt dann Downhill aus G. Richtig schwer. Aber der Vorderreifen, wenn man sich das mal anschaut. Eigentlich fast Maxis, gell? An der Kohlmeisbahn kann ich ehrlich gesagt nur den oberen Teil des Panoramatrails empfehlen. Alles, was ihr hier jetzt seht, das macht eher Mittelspaß. Früher hat die Strecke Milkerlein geheißen, war blau und ist eher für Anfänger gewesen. Die hat sich überhaupt nicht verändert, ist aber rein vom Flow her nicht so super wie das, was oben war. Oh, der Matthias ist schon vorne. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Oh, ist er schon eine. Weiter geht's mit dem Schottberg Express direkt zu dem Start von der X-Line. Die ist am Anfang super schnell, eine tolle Aussicht, aber natürlich auch Tonnen von Bremswellen. Trotzdem macht immer wieder Spaß, darunter zu cruisen. Oi. Ich glaube, da hat er seine Bremswellen verloren. Oh, Wahnsinn. Bremswellenhausen? Da kann man Bremswellen zählen. So, dabei geheißen, mit 29er spürst du das nicht mehr so. Ja. Ja, mit dem 26er ist schon besser. Ja, aber der Teil ist jetzt richtig geil. Danke! Steinchen? Oh! Ich kenne die Landung noch überhaupt nicht. Ich fahre jetzt einfach mit ihm nach. Wird schon stimmen. Dumm. Dann fahren wir. Tschu! Set it! Ah, die Kurven sind schon eng. Tschipp. Ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man da jetzt seit, keine Ahnung, 6-7 Jahren nicht mehr gefahren ist. Man kennt die Strecke 0, dass dann zumindest jemand vorfährt, der sie kennt. Super easy. Richtig schöner Train. Mega cool. Ja. Erst wird's Handy gespeichert. Ja. Für mich ist es wirklich ein seltsames Gefühl, wenn man das Gebiet eigentlich kennt, aber trotzdem seit Jahren nicht mehr da war, sind die Strecken irgendwie doch nochmal einfach immer wieder was Neues und es gibt immer wieder Überraschungen. Wir haben dann noch den Hackenberg Trail ausgecheckt, das zeige ich euch aber dann in einem anderen Film, von dem her danke fürs Zuschauen. Wie findet ihr eigentlich das Saalbach-Hinterklemm-Gebiet? Schreibt es mir mal das in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, habe die Ehre.